Zum Abschluss gibt es noch ein bisschen was zum Thema Fußball. Da läuft seit heute die Vorbereitung für die kommende Saison bei der Spielvereinigung Unterhaching. Und das heißt auch, jetzt beginnt die Zeit, diese Mannschaft neu zu formieren, denn es gibt einige Neuzugänge, sehr namhafte Neuzugänge, die sich dann eben jetzt in diese Mannschaft integrieren und die ein klares Ziel ausgegeben haben. Es gibt eine neue Nummer 1 im Tor der Spielvereinigung Unterhaching, René Vollert. Der Torwart ist kein Unbekannter im Münchner Raum. Die vergangenen zwei Jahre stand René Vollert bei Türkgücü München zwischen den Pfosten. Seine Karriere führte ihn von Nürnberg über Hoffenheim nach Burghausen, Karlsruhe, Uerdingen und eben nach München. René hat 38 Spiele in der zweiten Bundesliga bestritten, 206 in der dritten Liga. Mit diesem enormen Erfahrungsschatz soll der 32-Jährige helfen, die Rückkehr in die dritte Liga zu schaffen. Die Spielvereinigung Unterhaching hat die vergangene Saison einen Neuaufbau begonnen nach dem Abstieg in die Regionalliga Bayern. Am Ende standen die Vorstädter auf Platz 4. Für das Projekt Aufstieg sind weitere gestandene Profis wie der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler Sebastian Mayer, Defensivass Maxi Welzmüller und der 33-jährige Stürmer Matthias Fetsch verpflichtet worden. Zusammen mit Torwart René Vollert können sie eine neue Achse bei der Spielvereinigung Unterhaching bilden. Und ein Mitglied dieser Achse, nämlich gerade genannter René Vollert, ist heute zu Gast. Premierenbesuch heute bei uns. René, herzlich willkommen. Dankeschön, ich freue mich sehr. Bist du noch halbwegs fit nach dem Trainingsauftakt heute? Es war schon sehr, sehr hart, aber ich bin ja schon einige Jahre dabei. Es ist nicht meine erste Vorbereitung. Von dem her bin ich noch fit, werde auch noch fit sein die nächsten Tage. Ist es trotzdem anders? Neuer Club, klar, Mitspieler zum Teil, vielleicht kennst du ein paar vom Sehen, ein paar schon mal gegen die gespielt, aber ist es alles irgendwie so ein bisschen so Neuland? Eigentlich gar nicht, weil ich nach der Insolvenz oder nach der Abmeldung vom Spielbetrieb von Türkgücü München mich fit gehalten habe, sogar in Haching. Und da habe ich über 6 Wochen mittrainiert, mich fit gehalten und schon alles kennengelernt, alle Strukturen schon kennengelernt, war in der Besprechung schon dabei. Und von daher ja, war es quasi eine schnelle Rückkehr für mich. Hast du denn damals schon so ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, es könnte dann Haching auch wirklich die nächste Station werden? Ich weiß ja aus meiner langen Erfahrung, dass man nie was ausschließen sollte. Aber anfangs habe ich natürlich schon gesagt, dass ich höherklassig bleiben möchte. Nicht wegen dem Verein, weil der Verein ist super gut gewachsen, hat total interessante Strukturen, ist seriös. Eben genau das Gegenteil von meinen letzten beiden Clubs. Aber ja, anfangs hatte ich mich noch schwer getan, aber nach den Gesprächen, was man gemeinsam auf die Beine stellen kann, war ich eigentlich ziemlich schnell Feuer und Flamme. Was war denn ausschlaggebend? Also Manni Schwabel, der Präsident, der gilt ja wirklich als einer, der reinhören kann in Spieler. Klar, früher selber Profi gewesen und der versteht es, glaube ich, immer wieder, auch mit Spielern, die schon Karriere wirklich hinter sich haben, die viele Stationen gemacht haben, so einen Kontakt zu knüpfen, dass die sich wohlfühlen einfach. Also ich habe mich tatsächlich am ersten Tag beim Mittrainieren in der Kabine wohlgefühlt, mit der Mannschaft wohlgefühlt, mit dem Trainerteam wohlgefühlt. Ich habe gegen Mitch Gurski, der ja Leiter der Torwartakademie ist, die wir jetzt gemeinsam aufbauen wollen, schon gegen ihn gespielt. Also da waren Kontakte da. Die Ansprache von Sandro Wagner war Weltklasse, war wirklich super. Manni Schwabel, ich meine, wir kennen uns vom Gegeneinander spielen, so auch mit Markus schon seit 15 Jahren. Also du hast gegen Markus Schwabel gespielt. Gegen Markus, aber Manni kannte ich natürlich auch schon von damals. Gegen Manni, also so lange bist du jetzt auch nicht in der Karriere drin, ja? Das wäre jetzt ein bisschen abenteuerlich. Er war halt draußen gestanden, Markus hat gespielt und das war schon in der Nürnberger Jugend so. Und daher kannte man sich. Und als wir dann über die Inhalte gesprochen haben, ja, was mein Aufgabenfeld betrifft, ja, hat es mich dann extrem schnell gereizt, das zu tun. Bevor wir da noch genauer reingehen, was hat er denn gesagt, Sandro Wagner, heute? Wenn du sagst, das war so eine Ansprache, die auch packend war, was hat er euch mitgegeben? Ja, wir haben natürlich große Ziele in der Mannschaft und er bereitet das alles so super akribisch vor, einen Rückblick von der letzten Saison mit den Statistiken, mit den Workshops, die sie ausgearbeitet haben, die Mannschaft letztes Jahr, einen Rückblick gegeben, einen Ausblick gegeben, wie die Vorbereitung abläuft und natürlich, was für Ziele wir haben als Mannschaft, ja. Kannst du was sagen? Darfst du was sagen? Oder ist das so ein bisschen in der Hand? Ich meine, das erste Ziel ist ja sicherlich, zurückzukehren in die dritte Liga. Oder soll es der Durchmarsch werden und dann Champions League-Sieg in 4 Jahren? So? Das hätte jetzt vielleicht der KFC Uerdingen oder Türkgücü München so formuliert. Ja, aber in Haching ist man seriös und man sagt, durch die Relegation, weil egal wer in der Regionalliga Bayern Meister wird, der muss in 2 Relegationsspielen gegen den Meister aus Nordost sich erstmal durchsetzen. Und dementsprechend ist der Aufstieg wirklich planbar eigentlich erst im Jahr 2025, weil da der Regionalliga Bayern Meister wieder direkt aufsteigt. Aber wir wollen natürlich das Maximum rausholen in jedem Spiel.
Und ja, wenn wir da unsere Hausaufgaben erledigen, dann werden wir sicher auch mit oben angreifen. Und für dich war es mit ein Grund, schon vielleicht so ein bisschen die Weichen zu stellen für die Zeit nach der aktiven Karriere, weil du wirst jetzt eben auch als Torwarttrainer mit dabei sein. Richtig, genau. Die genaue Definition wäre dann Torwart- und Performance-Coach, weil ich seit einem Jahr auch noch nebenberuflich selbstständig bin in dieser Branche. Und da haben wir super Gespräche geführt, dass ich dann eben neben meiner Aufgabe als Nummer 1 im Tor auch im Jugendtorwarttraining, im Detailcoaching arbeiten soll. Und das war für mich eine grandiose Sache, weil es eben ein Riesenunterschied ist. Haching ist ein bekanntes NLZ. Ich möchte jetzt niemanden diskreditieren, aber ich sage, Haching gehört zu den Top 15 Vereinen, was die Nachwuchsarbeit angeht, wahrscheinlich Top 10 Vereinen in Deutschland. Das muss, glaube ich, gar nicht so selber verbiegen, weil das kann man ja nachvollziehen, welche Spieler in den vergangenen Jahren von dort gekommen sind und wohin gewechselt sind. Und dementsprechend ist es für mich ein super Einstieg, ja. Was macht ein Performance-Coach? Meine Spezialrichtung ist so ein bisschen, was das Mindset-Thema angeht. Wie strukturiere ich meine Gedanken? Wie bereite ich mich aufs Spiel vor? Was prasselt auf mich ein, gerade in der Torwartposition? Und das zweite große Thema wäre die Ernährung, weil da ist auch wirklich im Spitzenfußball noch einiges rauszuholen. Klassiker als Beispiel ist, ich sage es jetzt einfach so plump, man frisst seit 30 Jahren Nudeln mit Fleisch. Vorm Spiel ist eigentlich nicht unbedingt das Optimum, aber man sieht es auch teilweise in der zweiten Liga, teilweise in der Bundesliga, dass noch solche Fehler gemacht werden. Dann gibt es noch den typischen Gewinnermilchreis vorm Spiel. Und ja, wenn man sich ein bisschen mit der Materie beschäftigt, dann weiß man, dass es eigentlich sehr kontraproduktiv wirken kann. Und diese Bereiche, die versuche ich dann eben abzudecken. Okay, ich verrate jetzt einfach mal, als du vorhin eingetroffen bist hier, hattest du auch noch sozusagen einen kleinen Happen dabei, den vielleicht du gebraucht hast. Das war aber komplett Gemüse, habe ich gesehen. Also ja, ist richtig. Ja. Also ich versuche da so wenig wie möglich Fleisch zu konsumieren oder Fisch wäre natürlich super, aber da gibt's, könnten wir uns jetzt verklausulieren in dieses Gespräch. Selber gekocht, das wollte ich bloß mal wissen. Also bist du der, der so in der Küche dann auch den Löffel schwingt? Ich bin der, der schnippelt, aber meine Frau, dadurch kam das erst alles, ja, dass ich es so ein bisschen gelernt habe. Ja. Da sind schon noch Welten dazwischen. Also wenn es ich mache, ist schon lecker, aber wenn sie es macht, ist es wirklich top. Ja. Okay, kommen wir zu deiner Stärke zurück. Das ist mit der Fußball und natürlich die anstehenden Aufgaben. Und jetzt muss ich spicken. Ihr seid nämlich das Eröffnungsspiel in der Regionalliga Bayern. Und jetzt lese ich es einfach wirklich ab. 14. Juli in Buchbach. Ja, ist wirklich noch lang hin jetzt noch. Ist das so eine zehrende Zeit, so eine Vorbereitung? Nee, gar nicht. Also normalerweise hat man ja die 6 Wochen, sagen wir mal 5 bis 6 Wochen Vorbereitung. Und wir hatten das so geregelt, dass die Jungs noch länger Urlaub haben, weil sie sich verdient hatten, bei der Familie zu sein, und sind jetzt relativ knackig in 4 Wochen dann schon durch. Und ja, es wird eine harte Zeit. Auf jeden Fall war heute schon sehr hart. Nächste Woche geht es ins Trainingslager und dann sind wir alle schon wirklich heiß auf das erste Spiel, hat man heute schon gemerkt. Aber kannst du es einfach aufgrund der Erfahrung und dem, dass du auch gleich zum Beginn ja gesagt hast, ist nicht die erste Vorbereitung, kannst du das einfacher annehmen, dass es jetzt erstmal gilt, wirklich vorzubereiten, auch Kondition zu bolzen, was ja, glaube ich, keiner gern mag. Alle wollen ja eigentlich nur mit dem Ball immer unterwegs sein. Als jüngere Spieler, und siehst du da auch manchmal dich selber wie auf dem Rasen von früher? Ich sehe mich ganz extrem oft selber. Das ist ja auch diese interessante Komponente, weil ich, hat es ja mein Spieler gesehen, auch zweite Liga schon gespielt habe. Und in dieser Zeit mit 24, 25 dachte ich, es geht einfach übers Talent und über, ja, ich mache schon auf dem Platz. Und wer da meine Ernährungsweise gesehen hätte, der hätte sich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Und Nudeln mit Fleisch. Nudeln mit Fleisch, ja, vielleicht mal einen Döner hinterher. Ja. Deswegen sehe ich mich da schon oft, ja, in den jungen Spielern. Aber da ist gerade ein guter Ansatzpunkt, weil ich aus der Erfahrung eben sprechen kann. Sag, hey, mach's doch mal anders. Dann gehst du sicher vielleicht andere Karriereschritte. René, danke fürs Kommen. Die Zeit ist verflogen. Ich habe gerade mal so auf die Uhr geschielt. Wir sind wirklich schon wieder durch. Also, toll, dass du noch vorbeigekommen bist nach dem ersten harten Trainingstag. Es werden jetzt sicherlich noch ein paar stressige Wochen, bis es dann richtig losgeht. Ich drücke die Daumen, dass es gut läuft. Dankeschön. Und dass wir dann auch die Saisonziele verkünden können. Danke erstmal für heute. Danke auch.